Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Wolfgang. Saul durch John Smallman, Februar 2017. Aber natürlich ist das Leben auf der Erde derzeit nicht normal. Übersetzt von Shana. Die Menschheit bereitet sich auf ein massiv inspirierendes und erhebendes Ereignis vor. Auf ein allgemeines spirituelles Erwachen, das allen zur Verfügung steht, allen angeboten, aber keiner dazu gedrängt wird. Ihr habt einen freien Willen, der ein wesentlicher Aspekt eurer göttlichen Natur ist, das absolute Vorrecht, die Liebe anzunehmen oder abzulehnen, die euch in jedem Moment eurer ewigen Existenz umgibt. Die Liebe wird von Gott geschenkt, unserer göttlichen Quelle, dem Zentrum allen Bewusstseins, und fließt beständig und ununterbrochen. Es ist die Lebenskraft, das Feld, in dem alle Erfahrungen auftreten. Es ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und es ist unzerstörbar. Es gibt nichts darüber hinaus, weil alles darin enthalten ist, sicher in Frieden, während ihr in jedem Moment mit euch selbst schön und harmonisch interagiert. Und doch, weil die Liebe unendlich sanft ist, konstant, ungezwungen und akzeptiert, ist jedes einzelne Feld des Bewusstseins, jedes bewusste Lebewesen, die Gott in seiner unendlichen Liebe und Weisheit geschaffen hat, absolut frei, es anzunehmen oder abzulehnen. Die Spiele der Trennung, die ihr über Äonen gespielt habt, hängen absolut von dieser Freiheit ab. Ohne vollständige Freiheit hätte es keine Erfahrung der Trennung gegeben. Trennung ist nicht möglich. Trotzdem seid ihr vollkommen frei, so einen imaginären Zustand zu konstruieren und imaginäre Spiele zu spielen. Spiele, die euch sehr intensiv und real erscheinen. Das ist, was ihr die ganze Zeit getan habt. Zeit ist ein wesentlicher Aspekt der illusionären Umgebung, die ihr gebaut habt, in denen ihr scheinbar endlose Spiele der Trennung spielt. Euer Erwachen ist also individuell als auch kollektiv. Dies klingt zweifellos paradox, und ihr werdet es zuerst innerhalb der Illusion erleben. Ein Großteil der Menschheit hat für eine lange Zeit den Himmel um Erwachen gebeten. Und nun ist die kollektive Entscheidung zu erwachen gefallen. Aber wie bereits dargelegt, habt ihr einen freien Willen. Euer Erwachen hängt also von eurer individuellen Einstellung ab. Als Menschen seid ihr über Äonen verletzt und beschädigt worden. Und dies hat dazu geführt, dass häufig Gefühle und Emotionen von Bitterkeit, Groll, Wut und Furcht tief verwurzelt und vergraben wurden. Euer natürlicher Zustand, als ihr geschaffen wurdet, ist reine Liebe. Und das Ziel zu erwachen bedeutet, zu vollem Bewusstsein dieses Zustandes zurückzukehren. In eurem natürlichen Zustand sind Gefühle und Emotionen, die nicht in völliger Harmonie und Ausrichtung mit der Liebe sind, nicht möglich. Aufgrund der Erfahrungen von Schmerz, Leid und Verrat als Menschen in der Illusion sind viele von euch nicht vollständig bereit, diesen Müll von Gefühlen und Emotionen loszulassen. Deshalb werden individuelle Momente des Erwachens auftreten, jeder im perfekten Timing des Jetzt-Moments, in dem ihr wählt, das Zeug endlich loszulassen und zu entsorgen, das euch vom Erwachen abhält. Viele von euch sind sich sehr wohl der enormen Reinigung bewusst, die sich im Laufe des Jahres 2017 entwickeln.
Es gibt eine Menge Krankheit und emotionalen Aufruhr. Je mehr und mehr von euch wählen, den tief begrabenen Müll freizugeben, den ihr in eurem Leben von Leben zu Leben getragen habt. Dies ist eine Zeit enormer Veränderungen und jeder Mensch auf der Erde beginnt intensive Beschwerden zu spüren, die durch diese emotionalen Rückstände verursacht werden. Das Problem für viele ist, dass sie ahnungslos über die Gründe für diese Unannehmlichkeiten bleiben. Jene von euch, die sich dessen bewusst sind, arbeiten, um den vielen anderen zu helfen, mit diesem hässlichen und beunruhigenden Zeug umzugehen, das scheinbar aus dem Nichts auftaucht und intensive emotionale Schmerzen und Furcht verursacht. Viele fragen sich, ob sie vielleicht verrückt sind. Das seid ihr nicht. Aber es entsteht ein Gefühl von nicht spezifischer Furcht. Eine Angst, die anscheinend keine Quelle hat, da ihr Leben im Grunde ganz normal zu sein scheint. Aber natürlich ist das Leben auf der Erde gegenwärtig weit vom Normalen entfernt. Zeichen von Chaos und Verwirrung zeigen sich überall, weil das begrabene Zeug die Aufmerksamkeit eines jeden auf der Erde fordert. Und jeder hat die Kraft und die Geduld, damit umzugehen. Es ist nur eine Frage des Loslassens, des starken und kontraproduktiven Widerwillens. So sind wir wieder zurück bei der Notwendigkeit, dass jeder von euch im Rahmen des Täglichen in euer heiliges inneres Heiligtum geht, wo das Licht der Liebe Gottes unaufhörlich für euch brennt. Eure Herzen zu öffnen und euch zu erlauben, es anzunehmen und zu fühlen, dass die Liebe euch umarmt und beruhigt. Ihr alle, ohne Ausnahme, seid die geliebten Kinder Gottes. Sein Wille für euch ist die ewige Freude und er hat euch alles gegeben, was ihr benötigt, um aus den Träumen und Albträumen der Illusion in das glorreiche und strahlende Licht seines ewigen Tages zu erwachen. Jetzt ist der lange erwartete Moment für euer Erwachen. Geht nach innen, öffnet eure Herzen vollständig und erlaubt euch, in die göttliche Liebe, die eure wahre Natur ist, in der Gegenwart Gottes zu erwachen. In die Wirklichkeit, eure ewige himmlische Heimat. Und während ihr erwacht, seid ihr alle sicher. Jubelt mit sehr viel Liebe, Saul.